Herzlich willkommen zu SBNM, Folge 28. Heute geht es darum, wie wir großen Konkurrenten wie Amazon eins auswischen können. Ja, the way I see it, it's only me and my team. Motivated by pictures of places I've never been. It's to leave the city in search of some better things. My fam and a couple dollars, that's all that's left in my jeans. Intercepted by nothing, we gunning by any means. Wide awake on the... Hi, ich bin Felix Wiedenhaus, der neue Conversion Rate Manager bei BNM, bei Boy & Man. Und ich freue mich heute das erste Mal bei einer Folge dabei sein zu können. Mein Job besteht darin, dass ich Websites optimiere und auf ihre Funktionalität überprüfe, aber auch auf ihre Effizienz und gemeinsam mit Designern dann neue Websites kreiere und diese dann gegen alte und andere neue Versionen teste, um bessere Websites für ihre Firmen entwickeln zu können. Alright, bottles on me, long as someone drink it, never drop the ball, fuck it, y'all thinking. Um diese Frage zu beantworten, würde ich erstmal ganz logisch anfangen. Und zwar, was ist der eine große Vorteil, den wir gegenüber einem Riesen wie Amazon haben, der so ziemlich alles verkauft? Wir sind spezialisierter als dieser Riese. Das heißt, wir sind der Experte. Und genau das sollten wir uns ganz bewusst zu Nutzen machen. Ein typischer Gedankenprozess, der in einem Kunden vorgehen könnte, wäre, wie hoch ist der Spezialisierungsgrad für das spezifische Produkt, das er kaufen möchte, im Verhältnis zur Größe des Unternehmens? Und um mit einem Riesen wie Amazon konkurrieren zu können, sollten sie einen höheren Spezialisierungsgrad vorweisen können. Und daraus ergibt sich nämlich, wie viel Energie das Unternehmen in das einzelne Produkt bringen kann. Und das würde ich ganz explizit machen. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, dann muss ich wirklich ein Nischenfreak sein, ein Freak für diese einzelne Sparte, die ich verkaufen möchte. Und darin wirklich eine ganz spezielle Expertise mitbringen. Wenn ich ein mittelgroßes Unternehmen bin, dann sollte ich zumindest ein souveräner, klar erkennbarer Spezialist für diese Produktreihe sein und das auch ganz explizit nutzen und explizit kommunizieren. Wenn ich dann den Kunden erstmal auf meine Seite geholt habe, vielleicht erste Testkäufe mit ihm gemacht habe und ihn kennengelernt habe, dann kann ich über diese sogenannte periphere Entscheidungsroute arbeiten. Also er macht vielleicht erste positive Erfahrungen mit unseren Produkten, hat von Bonis profitiert und kann dann auf solche schnellen Entscheidungswege zurückgreifen, wo er ohne groß darüber nachzudenken wiederkommt zum Beispiel. Oder zum Beispiel wieder auf unsere Firma zugreift, weil er sie besonders sympathisch findet, regional mit ihr verbunden ist. Aber zunächst würde ich wirklich den Stier bei den Hörnern packen und über diese Spezialisierung, über unser Experten-Know-how gehen, um den Kunden abzuholen. Okay, die nächste Folge bei SBNM ist Folge 29 mit Christian If. Er wird mit euch über Growth Hacking sprechen. Bitte subscribe hier. Alright, bottles on me, long as someone drink it. Never drop the ball, fuck it, y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking.